Gemüsebrühe, Couscous, rote Zwiebel, Kürbiskerne, Ras el Hanout, Rotbarben. 400 ml Gemüsebrühe in einem Topf zum Kochen bringen. 200 Gramm Couscous in eine hitzebeständige Schüssel schütten, die heiße Brühe darüber gießen, mit einem Teller abdecken und zum Aufquellen beiseite stellen. Rote Zwiebel schälen, fein würfeln und in einem kleinen Topf mit ein wenig Olivenöl bei niedriger Temperatur anschwitzen. 4 Esslöffel Kürbiskerne grob hacken und zu den Zwiebeln geben. 2 türkische Lire Ras el Hanout, eine milde süßliche nordafrikanische Gewürzmischung und ein bisschen Salz einrühren. 4 kleine Rotbarben mit ein wenig Olivenöl bestreichen, von innen und außen mit Salz und Pfeffer würzen und auf einem vorgeheizten Grill oder in einer Grillpfanne garen, bis sie gerade durchgebraten sind. Sie sollten höchstens 6 bis 8 Minuten pro Seite brauchen, je nach Größe. Das Couscous mit einer Gabel lockern und die Zwiebelkernmischung unterziehen. Großzügig würzen und mit dem gegrillten Fisch servieren. Für 2 Personen. Wenn Sie wollen, können Sie das Couscous auch mit Wasser machen, aber es schmeckt am besten, wenn es in Gemüse- oder Hühnerbrühe quellen darf. Das Couscous sollte die ganze Brühe aufsaugen. Wenn das nicht klappt, lassen Sie es in einem Sieb abtropfen, bevor Sie die Zwiebeln untermischen. Wenn Sie nicht die milde, duftende Ras el Hanout Würzmischung verwenden wollen, könnten Sie dem Ganzen eine feurige Note geben, indem Sie ein wenig Chilisauce einrühren. Trockenfrüchte passen gut dazu, vor allem goldgelbe Sultaninen und gehackte Aprikosen. Rühren Sie sie mit den Zwiebeln ein, vielleicht auch ein bisschen gehackte Minze.